Samstag. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, ein neuer Tag und eigentlich wollten wir mit Oma sprechen, ich weiß nicht. Did you know I grew up in the city too? This farm was my Aunt Vivian's place. Oh, she was a firecracker, that one. Ran it all on her own. She never did marry. Said she had no use for a husband. I think she left a lot of broken hearts in her wake, though. Ja, das hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Dann werden wir uns jetzt nochmal eben... Ich wollte gerade sagen, das sieht mir fast so aus, als ob wir die ernten können. Und wir können. Haben aber keine Kartoffelsamen mehr. Wir machen jetzt erstmal die Bohnen da rein. So. Die anderen gießen wir natürlich auch. Du auch noch. Und einmal nachfüllen. Ich weiß ja leider nicht, wie viel davon... Hoppala. Wie viel davon am Ende noch übrig bleibt auf YouTube, weil die ja immer die ganze Schärfe und alles rausnehmen aus den Aufnahmen. Aber ich hoffe inständig, dass ihr wenigstens einigermaßen erkennen könnt, wie toll die Grafik auch ist. Klar, es ist natürlich jetzt keine Real-Grafik oder sowas, ne? Es ist ja auch ein völlig anderer Stil, aber es sieht wirklich so schön aus, auch in den Zwischensequenzen und alles. Ich finde es einfach nur wunderbar. Hier hinten haben wir leider nichts, was wir jetzt noch mitnehmen können, ne? Okay. Eine Distel, Moment. Oh, sag mir bitte, ja, es ist Unkraut. Ja. Ich habe zwar nicht so viel Geld, aber ich brauche das scheiß Unkraut. Damit ich hier noch was Neues herstellen kann. Damit ich dann vielleicht auch ein neues Dings herstellen kann hier. Neues Beet. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Dorf. Wo sie natürlich alle noch am Schlafen sind. Wieso kann keiner mal mit mir aufstehen? Das ist grauenhaft. Sie läuft hier einfach rum. Ich glaube, auf dem Weg zur Arbeit, die quatschen wir einfach mal an. So, when did you and Grandma start trying to outbake each other? We'd appreciated each other's skills ever since I moved here. That was, what, 17 years ago. But when Giacomo was diagnosed, Hazel formally challenged me to a bake-off. She said it'd take my mind off things. And you know, she was right. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Oma immer das Richtige sagt und tut hier. Ja, der hat sowieso irgendwie mal zu, glaube ich. Ah, sie hat schon geöffnet, sehr schön. So, die Frage ist jetzt... Oh, I'm so glad Hazel has company again. At her age, well, I worried about her living alone. Die Frage ist jetzt auch, wenn wir jetzt hier Kartoffelsamen kaufen würden. Das Problem ist jetzt auch, wenn ich Kartoffel... wenn ich jetzt einmal Kartoffelsamen kaufe. Ich meine, das ist ja eigentlich ein ganzes Päckchen, oder? Von der Logik her. Weil wir haben vorher ja die Bohnen auch. Ich nehme jetzt einmal Kartoffelsamen mit. Ich brauche die 50 wahrscheinlich noch, um das Ding zu bezahlen. In der Hoffnung, dass es reicht. Ja, er ist natürlich wieder nicht da. Wann kommt denn der alte Sack jetzt hier schon wieder? Wir haben jetzt Samstag, oder? Ab 11 Uhr erst willst du mich... Oh, dass hier keiner arbeitet. Die haben natürlich jetzt alle geschlossen hier. Ja gut, die Schule hat natürlich auch geschlossen. Was ist mit dem hier? Kirche hat immer offen. Natürlich. Können wir mit dir noch reden. You should go by Natalia's workshop if you ever need any smithing done. She may hammer iron all day, but she's got a heart of gold. I think she'll be reaching the pinnacle in no time. Ich würde das ja unheimlich gerne machen, aber da muss ich Sachen mitbringen. Und das kann ich nicht, weil mir kein Idiot jene Spitzhacke in die Hand drückt. Wobei ich ja immer noch denke, dass wir die wahrscheinlich von Oma bekommen, aber... Naja,
Wo läuft der Typ denn jetzt hin? Sie geht wahrscheinlich zu ihren Laden. Bleib mal stehen hier. Ach toll. Lena's been on me to make kids quit pranking everyone. They rigged the door to the town hall to rain glitter on Otto's head when he turned the handle. I mean, you've got to appreciate the engineering skills that took. Am I right? Okay. Oh, hi, Tara. I have been meaning to tell you. I love that little jacket dress combo. No one in Fairhaven cares much about fashion. Other than Francis, Sophia, and myself. Oh, thanks. That must have been one nice thing about living in the city. So many chic outfits to look to for inspiration. Ich vermisse es. Das ist mir zu sehr wie ein Wettbewerb. Naja, vermissen. Ja. Ja. Nee, sagen wir mal Wettbewerb. I don't know. I think fashion in the city gets so competitive that everyone starts copying each other. We all end up looking the same. I hadn't thought of that. I guess there's some advantages to being stuck in a small town. Don't get me wrong. I like selling flowers, but my real dream is to open up my own boutique someday. When I do, folks from Milkwater will be coming here to check out the latest styles instead of the other way around. Ah, Tara und Violet sind neue Bekannte. Wieso nur Bekannte? Ich dachte Freunde. Aber gut, hurra, ein Herz ist voll. Disteln können wir leider noch nicht anbieten. Da haben wir erst zwei, meine ich, ne? Genau, da haben wir erst zwei. Wie spät haben wir denn? 8.40 Uhr. Und wie immer, naja gut, ein paar Leute sind schon am Arbeiten. Komm, ich red mal mit dir. Hallo, guten Morgen. Wait, so has Sophia actually ever been successful at making a match? Why? Are you interested in her services? Oh, she'll be loath to resist. Oh Gott. Angus, seriously, has she? Nope, not even once. Das dachte ich schon. okay, also bei ihm können wir nur gebackene Sachen wahrscheinlich verkaufen. Nur Brot momentan. Gut, also ich gehe wirklich sehr stark davon aus, dass wir dazu diesen Fischtypen hin müssen. Ist auch irgendwie logisch, sage ich mal, ne? Aber ich meine, probieren kann man es ja mal. Was ist mit dir? Du hast wahrscheinlich komplett geschlossen. Habe ich eben mit dir gesprochen? Ich bin mir nicht sicher. Bist du mir über den Weg gelaufen eben? Nee. It's so nice that you came back here to be with Hazel. She reminds me a lot of my abuela. Of course, she doesn't seem like she'll smack you with a chancla for talking during her novellas. But other than that... Was? Okay. Oh Gott. Also, ich will die jetzt nicht verkuppeln. Aber wer ganz niedlich ist, ist der Surferboy natürlich. Und diese eine etwas fülligere. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Die mit den pinken Haaren finde ich auch cool. So als beste Freundin würde ich die auf jeden Fall nehmen. Die gehen jetzt alle nicht arbeiten samstags, nehme ich mal an, ne? Ja, ich schätze, mir bleibt da nicht viel zu tun, als mal die Zeit ein bisschen zu beschleunigen. Ah, Moment, der Arzt, die Ärztin ist auch da, mit der können wir noch kurz reden. So, what made you set up a practice in Fairhaven? Ugh, sleeping at the hospital, pinched nerves from standing all day, a caffeine addiction... All the delightful hallmarks of doing my residency at the busiest hospital in the city. Not that maintaining my practice here is easy, but my life feels more balanced. Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, weil die hier auch viel gesünder leben, aber das Thema hatten wir ja schon mal, ne? Ah, da ist er! So, the schoolhouse here. Is that where you went to school? Sure did. That's when the other Mrs. Soft, Otto's mom, was the teacher. She was a free spirit. Like the whole class out on the beach. It's funny Otto turned out the way he did, given his parents. Ach, die Tuse ist auch hier oben drin. Moment, mit der müssen wir auch noch reden. So, what did you do back in the city? I was an editor for an online news magazine. Oh, you were a journalist. Huh. Our little newspaper folded not too long after the mine closed. I think the town is better for it, to be honest. Editorials tend to stir up negative feelings and pit neighbor against neighbor. Fairhaven has been more peaceful without it. Na, ich kann das nicht so ganz teilen, diese Ansicht, aber okay. Ich stelle das jetzt auf jeden Fall mal auf
eine schnellere Uhrzeit und ja, ihr seid dann gleich wieder dabei, wenn endlich mal der Fischladen aufmacht. Und da kommt er auch schon. Ich mache mal die Zeit ein bisschen langsamer wieder. Zack. Das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben ja jetzt schon halb. Ja, Moment. Dann kann ich, bis er da geöffnet hat, kann ich mal kurz mit ihm sprechen. Hallöchen. It really looks like you've been around the world, Kai. Well, yeah. Back when I was doing the pro circuit, I hit up a lot of places. But I've been keeping it local lately. Less stressed. Das ist schön. Da gehen wir jetzt noch mal kurz raus. Oh, wir haben ein Herzchen voll. Sehr schön. Hallöchen. Saw Otto coming out of the jewelry shop again. Can't say how he affords it, even on the mayor's salary. Anything to keep the missus happy, huh? Ja, ich sag ja, falsche Frau. So, also, ich hätte ehrlich gesagt auch gerne Köder, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, ich kann kein... Wieso kann ich bei dir keine Fischstäbchen verkaufen? Ich könnte nur Köder verkaufen. Wo soll ich diese scheiß Fischstäbchen denn verkaufen, wenn ich nicht weiß, wo? Ich brauche aber eigentlich auch nochmal Köder. Kauf nochmal 3 Köder. Rezepte für Fischfans. Na gut, da weiß ich sowieso nie, was da drin ist. Och, Bruno, ganz ehrlich. Bei dir kann ich auch keine Fischbrötchen verkaufen, oder? Schokolade kann ich kaufen. Och Gott, ich kann Bienenwachs verkaufen. So. Ach so. Oh, Kerzen kann ich da verkaufen. Papier könnte ich verkaufen. 1 für 5. 2 habe ich dabei. Ja gut, 2. Womit habe ich das jetzt gemacht? Ich bin ganz doof jetzt gerade. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, mit den Brettern habe ich das gemacht. Ne? Ja, tut mir leid, ich kann jetzt doch nichts bei dir verkaufen. Aber wenn ich bei ihr keine Fischbrötchen verkaufen kann. Ja, sie hat ja nur Fleisch. Normalerweise kann man das bei ihr dann auch nicht verkaufen. Bei ihm glaube ich auch nicht, oder? Samstag ab 18 Uhr. Wo zur Hölle soll ich Fischstäbchen verkaufen können? Ich habe es jetzt aber auch nicht zufälligerweise, weil ich hatte da irgendwo was gelesen. Fischstäbchen verbieten, hier. Das habe ich nicht verstanden, bis ich das dann im Internet gefunden habe. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen... Nutze deinen Tisch, um eine Ritus-Zauberformel herzustellen. Konnte ich das schon? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt gemacht hatte. Außerdem hat der Typ doch noch gesagt, ich soll mit jemand anderem darüber reden. Moment, der Juwelier ist aber da. Wer war denn der Juwelier? Mit dir habe ich schon gesprochen, oder? Heute? Mit dir habe ich schon gesprochen. Bei dir kann ich nur die Edelsteine und so verkaufen. Ja, das hat sie ja selber gesagt. Bäcker, mit dir habe ich... Nee, bei ihm konnte ich nur das Brot verkaufen. Daran kann ich mich erinnern. Ist hier noch irgendwas? Die Kinder könnte ich nur mal... Nee, Moment, das sind die... Ach, ist doch Samstag. Die sind natürlich nicht in der Schule. Ich bin ja auch doof. Also die Leute, die arbeiten gehen, kann ich ja... kann ich nicht eben nicht verstehen, dass sie da nicht da sind, so. Also Samstag schon, aber nicht in der Woche. Aber die Kinder kann ich schon verstehen. So. So I'm not much of one for gossip, but I heard you had some bad luck right before moving here. In small town and all. Yeah, I guess you could say that. I lost my job and my fiance and then my lease didn't get renewed. Oof, that is a bad run. Well, hopefully your luck will turn around now that you're here. Mine sure has. Ja, mehr kann ich ja leider... wieder ein Herz voll. Wie schön. Das finde ich klasse. Darauf habe ich ja hingearbeitet. Deswegen rede ich ja jeden Tag mit den Leuten. Deswegen und natürlich auch, um ein bisschen so von deren Hintergrundstory zu erfahren. Beziehungsweise natürlich auch, damit ihr etwas davon erfahren dürft. Die sind jetzt ziemlich groß geworden. Ich hätte den vielleicht hacken sollen, als er kleiner war, ne? Ja, das war nicht so günstig.
Werden die Steine auch größer oder kommt mir das nur so vor? Eieiei, okay. Ja, lauf bloß kein Millimeter weiter, ist okay. Hier haben wir jetzt doch, da haben wir noch einen kleinen, den könnten wir jetzt nochmal eben machen. Weil die großen kann ich nun mal nicht hacken, das ist das Problem. Ach ja, da brauche ich ja auch nochmal 50 Holz für. Bringt mir aber alles nichts, wenn der Idiot mir da nicht hilft. So, guck mal hier oben nochmal, ob wir irgendwo eine Blume haben. Oh, Pilz haben wir. Oh, eine Distel. Ah, ich kann der einen helfen. Sehr schön. Ich brauche zwar noch eine Distel für mich selbst. Aber die hätte schon so lange gewartet, sich die alte Schrulle da vom Leib zu halten. Ich mag die nicht. Also tut mir leid, die tut zwar total nett und alles, aber... Ich bin ganz ehrlich, Leute mit Anzügen vertraue ich nicht. Und sie trägt einen Anzug, ihr Bürgermeistertyp da trägt einen Anzug. Absolut nicht vertrauenswürdig. Nee, absolut nicht. So, jetzt muss ich mal schauen. Wir müssen, glaube ich, hier oben hin, oder? Ja, genau, die ist hier oben. Gute Neuigkeiten. So, anything I can put in my bouquets? Ja. Stress no more, I found just the thing. See? They're pretty. Yes, those will do nicely. It's hard sometimes. Filling all these orders to decorate the house I grew up in. Whoa, does the mansion go with the job? Yep. Anyway, thanks. You saved my butt. Hurra! Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung halte ich 5 blaue Blumen. Tulpenknollen. Toll. Some people might not like having their shop right by the school, with all the noise from the kids, but I like being able to peek over and see Sebastian through the windows. Just to check in on him. Ja, das, okay. Ach so, wir könnten mal gucken, was ich eigentlich hier verkaufen kann, fällt mir gerade auf. Die Tulpen könnte ich verkaufen. Oh, wenn ich die gesät habe, würde ich pro Stück 10 kriegen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Frage ist natürlich, brauchen wir die für irgendwas? Das ist eine sehr gute Frage. Ich verstehe das immer noch nicht mit dem Fischbrötchen. If I were you, I wouldn't linger around Shelby's campsite. Why? He doesn't seem dangerous. He isn't. But who would choose to live in those woods? Ich. Das wäre total geil. Gut, abgesehen von den Spinnen und den Krabbelfiechern. Aber ansonsten wäre es total geil. Ob die Kinder vielleicht jetzt gerade im Wald sind, da könnten wir auch mal eben nachgucken. Ich muss gestehen, dass ich mit denen eher am wenigsten spreche. Oh, da ist noch was. Eine Alraune. Wenn ich jetzt wüsste, ob wir die brauchen für irgendwas oder ob wir die verkaufen können, weil wir brauchen halt nur mal Geld, ne? Das ist halt der große Nachteil. Packen wir hier auch noch mal so ein bisschen rum. Wir brauchen nämlich auch wieder Holz für diese Dinger, die wir machen müssen. Na, nimm das auf. So, jetzt habe ich natürlich keine Ausdauer mehr. Mal schauen, wo... da hinten liegt noch eine Erdnuss. Ich wundere mich ja immer darüber, dass wir hier einfach so einzelne Erdnüsse finden. Ob der Shelby die hier immer verliert? Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist er so ein Erdnuss-Fan. Shelby, altes Haus, bist du Erdnuss-Fan? Sorry, I'm still not used to being around this much pollen. Triggers my allergies. Don't go blaming the trees. They didn't knock you out of balance. Huh? Don't worry, you'll be set right soon enough. Das stimmt. So, ich gucke jetzt nur noch mal provisorisch nach. Bei ihm kann ich auch keine Fischbrötchen verkaufen. Ja, das ist... Ich weiß nicht... Also wenn ihr wisst, wo ich Fischbrötchen verkaufe, nicht Fischbrötchen, Fischstäbchen waren es, glaube ich.
verkaufen kann, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, auch wenn ich dafür vielleicht noch irgendwas anderes machen muss. Also ich habe schon die Befürchtung, dass ich es vielleicht irgendwo verkaufen könnte, aber viel mehr leveln müsste. Aber das würde dann wieder, ja, das genaue Gegenteil im Endeffekt von dem sein, was man mir gesagt hat, nämlich, dass es für einen Anfang ist, damit man am Anfang ein bisschen Geld bekommt. Also das ist, ja, es macht mich bekloppt. Ach so, bring die Kartoffeln zu Oma. Och, das habe ich ja total vergessen. Oma wollte Kartoffelsuppe machen. Das heißt, was sie machen wollte, weiß ich nicht, aber sie wollte sich auf jeden Fall die herangezüchteten Kartoffeln anschauen. Es gibt übrigens nichts über selbst gezüchtete Kartoffeln, die dann zu kochen und zu essen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Vor allen Dingen, wenn es Bio-Kartoffeln sind. Oma ist zu Hause. Sehr schön. Oma, Kartoffeln. I can't thank you enough for helping out here, sweetheart. Are the potatoes ready to harvest? Ja, habe ich schon geerntet. Yes, Grandma. Here's 4 potatoes from the field. Oh, wonderful. Maybe you've got a greener thumb than you thought. Why don't you take them down to the general store and sell them? I'm sure Lena will give us a fair price for them. Oma, das sagst du mir jetzt, wo ich gerade wieder zurückkomme. Willst du mich verarschen? Da konnte ich nichts. Ich brauche auch keinen zweiten Schreibtisch. Moment, ich musste. Ich musste das machen. Oh, da habe ich alles für, was ich brauche. Sehr schön. Okay. Das heißt, dass ich, sag dem war, ja genau. Ich würde mich jetzt nur mal Ernteschubtrank. Ah, dafür brauche ich so eine Muschel. Okay. Gieße diesen Trank auf Pflanzen, um mehr Erzeugnisse aus einer Ernte zu gewinnen. Dafür brauche ich die Alraunen. Und diese pinke Muschel. Aber diese pinke Muschel habe ich nicht. Das ist ja geil. Das muss ich mir merken. Okay. Oma hat gesagt, ich soll die Kartoffeln verkaufen. Also laufe ich wieder zurück zur Stadt und verkaufe diese scheiß Kartoffeln. So. Jetzt hat sie vor Schreck ihren Laden aufgemacht hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt hin muss. Ich bin wahrscheinlich gerade wieder falsch am Laufen. Ich habe keine Ahnung. Ach nee, Moment, das war, wenn man runter... Nee, das war nicht da. Das war beim Surferboy, wenn man runterkommt links. So. Hallo Surferboy, aber zu dir will ich gar nicht. Mit dir habe ich heute noch nicht geredet, oder? I took care of my Obasan when she got sick too. I'm really grateful I was able to have that time with her. But make sure you take care of yourself, okay? It's easy to forget to eat when you're in caregiver mode. Ja. So, jetzt muss ich mal schauen. Das kann ich aber doch eigentlich auch... Jetzt kann ich doch auch hier mit, ne? So, Kartoffeln. Ja, man muss lange darauf warten, aber man kriegt da schon gut Geld für. Das ist klasse. Gehen wir jetzt nochmal eben gucken. Jetzt haben wir Weizen. Kostet aber 25. Warte 8 Tage, bis sie reif sind. Warte 5 Tage, warte 4 Tage. Weizen verkaufen kann ich noch nicht. Würde ich für 40 verkaufen können. Weizen für 40. Jetzt muss ich mal schauen. Mache ich ja gerade mal 15 Gewinn. Was habe ich jetzt bei den Kartoffeln bekommen? 40, glaube ich. Aber für alle zusammen, ne? 5 kosten die Kartoffeln. 5 kosten die Kartoffeln. 15 habe ich bekommen. Ja, gut. Man würde mit dem Weizen schon ein bisschen mehr Gewinn machen. Das stimmt schon. Erzähle Oma, dass du deine erste Ernte verkauft hast. Ja, Oma muss immer Bescheid wissen. Oma ist schlimm. Oma ist... Die muss alles wissen. Die will alles beherrschen. Die will, dass ich alles tue, was sie sagt. Und wenn ich das nicht tue, dann guckt die mich total böse an und droht damit, mich aufzufressen. Und
Oma ist halt die Hexe, ne? Ich wollte es euch ja nicht sagen, aber Oma ist die Hexe aus Hänsel und Gretel. Oma, wo bist du? Da. Sitzt wie immer vorm Kamin. Lena bought the potatoes just as you said. Oh, here's the money, Grandma. Ah, I won't hear of it. You did all the work. You deserve the reward. But Grandma, I mean it. If you want to keep fixing things up around here, you'll need all the cash you can get anyway. Buy some more seeds. If we keep the fields planted, we'll always have a way to make ends meet. Well, okay. But only because I'm going to use the earnings to help the farm. Hurra! Nee, da unten war ich schon. Genau, jetzt bin ich hier gerade mal überlegen. Hat die mir jetzt auch als Aufgabe gegeben, dass ich noch was... what? Da muss ich so viel Erde haben und dann auch noch Eisen. Also ihr könnt mich doch mal, das schaffe ich doch nie. Okay. Dann würde ich fast sagen, dass wir unbedingt mal schauen, dass wir so eine Muschel bekommen. Ja, jetzt habe ich natürlich das Geld ganz blöd investiert, ne? Ich habe ja wirklich gedacht, dass das stimmt und dass ich da meine komischen Fischstäbchen verkaufen kann. Verstehe man noch nicht, warum ich die hier eigentlich nicht verkaufen darf. Wir kaufen. 25 ist ein bisschen viel, aber... Was habe ich gesagt? Kriegen wir 15 Gewinn mit, ne? Es wäre natürlich nicht schlecht. Wir nehmen mal einmal die Weizensamen, weil die halt wirklich sehr teuer sind. Und nehmen noch einmal die Kartoffelsamen dazu. So. Was jetzt wahrscheinlich total bescheuert war, weil uns das jetzt gar nichts gebracht hat. Ach so, Moment. Ich könnte rein theoretisch die Fische verkaufen, wenn ich jetzt sowieso keine Dings verkaufen kann, keine Fischstäbchen. Ich bin immer noch sehr sauer auf dich, weil ich bei dir keine Fischstäbchen verkaufen kann. Ja, aber laut der Silhouette würde ich sagen, ist da auch kein Fischstäbchen bei. Also Austern, ne? Die sind hier schon bei, aber... So, ich könnte verkaufen... Zum Freischalten mehr verkaufen. Naja gut, die hätte ich unten auch gerne noch geholt. Ich könnte verkaufen. Wieso habe ich da so viel von? Ach nee, ich habe nur eins davon, aber der ist teuer, ne? Dafür würde ich 50 kriegen. Ja, den verkaufen wir doch. Da kenne ich nichts. Seezunge verkaufen wir auch. Wir müssen ja irgendwie hier auch mal ein bisschen, ne, auf Vordermann bringen. Den... Ach so, der hier, das war dieser Köderfisch, ne? Das heißt, den verkaufen wir. Den verkaufen wir. Schnapper. Oder verwende ihn zum Kochen, ja. Kochen ist jetzt bei mir... Ist bei mir aus. Gibt's jetzt nicht mehr. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kaulbarsch... Ich guck nur mal eben schnell... Er ist zu klein, um in Rezepten verwendet zu werden, kann aber als Köder verwenden. Genau. Den behalten wir dann. Verkauf ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Den tun wir weg und verkauf ihn oder verwende ihn zum Kochen. Leute, wir haben gerade... Boah, ist aber schon... Also wenn wir regelmäßig angeln und gute Ware bekommen, sage ich mal, ist das schon nicht schlecht, ne? Das ist schon... Ja, ich will die Folge jetzt nicht so lange hinauszögern. Ich will sie aber auch ungern splitten, indem ich jetzt, jetzt schon Tschüss sage und dann die Sache hier in der Nacht nicht zeigen kann. Weil da bekommen wir ja wahrscheinlich wieder die nächste Aufgabe von dem Idioten.
Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Das möchte ich aber auf jeden Fall noch mit euch machen. Deswegen werde ich jetzt mal wieder die Zeit ein bisschen beschleunigen und wir sehen uns dann gleich wieder in der Hoffnung, dass die Folge nicht ganz so lang wird. Bis gleich. So, ich habe gerade gesehen, wir haben jetzt noch nicht mal 7:30, aber hier hat sich schon was bewegt und Oma ist zwar noch nicht da, aber die Leute vom Zirkel sind da, mit denen können wir schon mal reden. Hohohohoi! Good job! You've made your first incantation. Usually you can just cast your incantations any time you please. But for this one, you'll need the whole coven. Now take this over to the High Priestess. She'll tell you what to do. Sprich mit der Hohepriesterin, um mit dem Ritual zu beginnen. Nee, kann ich nochmal umgehen? Is the coven the reason people seem to be afraid of these woods? Who's afraid? It's not the woods that will do them harm. People do a fine job creating their own troubles. Ich finde es immer wieder wunderbar, wenn wirklich solche, in Anführungszeichen, Weisheiten, also so wahre Aussagen in Spielen drin sind. Have you the incantation for the initiation rite? Yes, it's ready. Good. Initiate Terra, give the incantation to Elder Hazel. She must be the one to cast it. Here's the initiation incantation, Grandma. Honeybee, before we get started, I have a gift for you. This has been in our family for generations, and it is our custom to pass it on at the time of initiation. Go ahead, try them on. Nein, oder? Ah! Oh, like all before you, they fit you beautifully. Oh, I feel taller. Yeah, that was done during my Aunt Vivian's time. She was a bit on the short side and wanted to appear more regal. So she spelled the robes. Then the other witches got jealous, and we might be magical, but we're still human. Elder Hazel, Initiate Terra, take your places for the rite. Initiate, you seek new knowledge, but with it comes a sacred duty. Who brings forth this initiate to join our coven? I do. As the great wheel turns, so must we take our part. Here where our ancestors stood before us, and where others will follow. Enter our circle, for this is the hour. A fair haven witch comes into her power. Oh, I feel weird. But in a good way. You are ready. Return tomorrow and we will continue your training. Ah. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du, ich habe keine Ahnung, was das ist, neue Zauberformeln. Folgende Gegenstände können jetzt am Schreibtisch hergestellt werden. Keine Ahnung, welche. Müssen wir uns am Schreibtisch ansehen. Dann schauen wir noch mal, dass wir mit denen noch mal reden. Is all the secrecy and fancy speech getting to you yet? Is it that obvious? I was the same at the start. It's annoying, but worth it. Ist doch einer der Dunkelhäutigen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Mit dir? Nee, mit dir muss ich nur. You are forbidden to approach the Stamping Stones. Why is that? It's not for you to know. Who is it for to know? That isn't your concern. Hä? Meinten die das hier oben? Da war ich ja schon mal. Das meinen die nicht, oder? Keine Ahnung. Kann ich mit dir nochmal reden? Nee. Mit Oma vielleicht, ja. I'm not one to mind rules. But you should keep away from the Standing Stones. You're not ready for that yet. Ja, die meint doch das Ding da oben, oder? I'm not the newest witch in the coven anymore. Now you have to run errands for everyone. Oh,
That doesn't stop? Nope, it's in the fine print. Sorry. Ja, super. Joining a new coven is thrilling. I felt that way myself when I was initiated. Just make sure you're not running yourself ragged. There's more to life than magic. Ja, okay. Da wir 8 Uhr haben, kann ich es ja vergessen, dass die Blumen hier mal auf... Oh, Moment, eine ist mal aufgegangen. Ach, die brauchen vielleicht eine Weile, bis man die wieder pflücken kann. Das kann natürlich auch sein. Oh, Kätzchen, Kätzchen, Kitty, komm mal her. Dich habe ich heute noch nicht gekrault. Oh, what a good purr. Ja. Okay, dann würde ich sagen, dass ich mich auf den Weg zurück mache. Ihr kennt das ja, dann lege ich mich wieder ins Bettchen und ich verabschiede mich schon mal von euch. Und ja, hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und ich hoffe, dass wir dann auch bald die Sache mit den Fischstäbchen geklärt haben. Ich bin gerade am Überlegen. Hat nicht mal irgendjemand was gesagt, dass da neue Leute hinkommen müssen? Vielleicht kann ich es dann auch erst verkaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das wirklich nicht. Also, jetzt habe ich so viel geredet. Jetzt habe ich euch einfach mitgenommen. Deswegen gute Nacht und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed?